Abgelehnt. Rufen wir auf den Tagesordnungspunkt 4. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache Nummer 10.784, informatische Allgemeinbildung gewährleisten, Pflichtfach Informatik an allen Schulformen einführen. Ich weise auf Folgendes hin. Der Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache Nummer 10.784, wurde gemäß § 82 Absatz 2 Buchstabe b unserer Geschäftsordnung vom Plenum an den Ausschuss für Schulen und Weiterbildung überwiesen, mit der Maßgabe, dass eine Aussprache und Abstimmung erst nach Vorlage einer Beschlussempfehlung erfolgt. Die Beschlussempfehlung und der Bericht des Ausschusses für Schulen und Weiterbildung liegen als Drucksache 12.866 vor. Damit eröffne ich die Aussprache und erteile für die SPD-Fraktion Frau Kollegin Spanier-Oppermann das Wort. Langsam, langsam. Alles klar. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ich bedanke mich. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne. Ja, das Pflichtfach Informatik an allen Schulformen einführen, das fordert die Fraktion der Piraten in ihrem Antrag. Wir haben ja bereits im Ausschuss und in der Anhörung ausführlich gesprochen. Wir sind beide Male mit großer Mehrheit zu dem Schluss gekommen, dass der Antrag leider etwas zu kurz greift und wir ihn ablehnen. Ich stimme zu, dass die Lebens- und Arbeitswelt immer mehr von Informationstechnologie geprägt ist. Das ist ja auch kein Geheimnis. Das heißt aber noch lange nicht, dass jetzt jede Schülerin und jeder Schüler oder sogar jedes Grundschulkind Programmierkurse verpflichtend besuchen muss. Es war vielleicht jetzt diese Formulierung etwas überspitzt, aber wir haben ja bereits in der Anhörung erlebt, dass die genaue Definition des Faches Informatik schwer ist. Es wurde vielmehr deutlich, dass Informatik mittlerweile ein Teilbereich der meisten Lebenswelten ist. Den Weg, Kompetenzen in der digitalen Welt, der durch die KMK eingeschlagen wurde, halte ich an dieser Stelle auch für richtig. Informatik ist eben ein gesamtgesellschaftlicher Teilaspekt, und dieser Bereich darf nicht von anderen wichtigen Bereichen abgekoppelt werden. Und dass es gesamtgesellschaftliche Aufgabe und damit nicht nur Aufgabe von Eltern und Schule ist, Jugendliche an die Grundlagen der Informatik heranzuführen, ist insoweit auch klar. Es wurde auch in der Anhörung deutlich, dass diejenigen, die ein Pflichtfach Informatik fordern, nicht darlegen, auf Kosten welcher anderer Fächer dies auch geschehen soll. Denn Ziel unserer Schulpolitik ist es, langfristig zentrale Kompetenzen aller Schülerinnen und Schüler an allen Schulformen zu stärken. Daher ist der Ansatz von der fächerübergreifenden verbindlichen Medienkompetenz hin zur erweiterten informatischen Kompetenz aus unserer Sicht genau der richtige. Aus diesem Grunde passt es auch, wenn wir noch einmal aus unserem Leitbild 2020 für Bildung in Zeiten der Digitalisierung zitieren. Das macht das nämlich sehr schön deutlich. Im Unterricht aller Bildungsgänge, Schulstufen und Fächern sollen digitale Aspekte fachlicher Kompetenzen aufgegriffen und dazu in allen künftigen Bildungs- und Lehrplänen verankert werden. Statt den Ansatz eines Pflichtfachs Informatik zu verfolgen, geht es darum, digitale Kompetenzen nicht von den jeweiligen Fachkompetenzen zu trennen, sondern sie eben als integralen Bestandteil zu begreifen und zu fördern, um eine bestmögliche Kontextualisierung zu ermöglichen. Auch informatische Grundkenntnisse sollen auf diese Weise in den bestehenden Fachunterricht integriert werden. Der Kompetenzrahmen des bereits erfolgreich entwickelten Medienpasses NRW dient hierbei als Orientierungsrahmen. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Ich denke schon, dass man auch etwas überspitzt sagen könnte, wir brauchen keine Kindergartenprogrammierer, sondern junge Menschen, die mit Interesse und hoher Motivation die Welt der Informatik erkunden und erlernen. Über das Interesse und die Neugier
Auch das wurde in der Anhörung deutlich, aber das sehen wir ja auch in unserem Alltag, erreichen wir die Schülerinnen und Schüler viel besser als über die Pflicht. Zusammen mit einer kontinuierlichen Fortbildung und Sensibilisierung der Lehrkräfte ist dies für uns ein wichtiger Beitrag zum Eintritt in die digitale Welt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Spanier-Oppermann. Und nun spricht für die CDU-Fraktion Frau Korte. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Informatikunterricht als Pflichtfach an unseren Schulen. Das geht nicht von heute auf morgen per Mausklick. Es grenzt nach derzeitigem Stand der Dinge eher an Utopie. Vielen Schulen fehlt schlicht die technische Ausstattung, vom Fachlehrermangel mal ganz zu schweigen. Zitat: Kinder werden heute früh mit PCs und Internet konfrontiert. Es gibt schon für 6 Monate alte Babys Software. Zitat Ende, so die Süddeutsche Zeitung vom 23. Juni 2014. Und später im Berufsleben findet man kaum noch Branchen, die ohne Mitarbeiter mit Kenntnissen der Informationstechnologien auskommen. Ob in der Automobilindustrie, dem Maschinenbau, der Elektrotechnik, der Logistik, auch im Handel, der Finanzbereich ohnehin, selbst in der Landwirtschaft stehen mittlerweile computergesteuerte Melkmaschinen, und das ist bei weitem nicht alles, meine Damen und Herren. Es steht außer Frage, dass unseren Schülerinnen und Schülern auf die technischen Herausforderungen vorbereitet werden müssen. Im Lehrplan der Grundschule ist im Bereich Zeit und Kultur der Schwerpunkt Medien als Informationsmittel vorgesehen, ebenso wie die Mediennutzung. Hier tut man schon einiges. An der Hauptschule gibt es Informatik, an der Realschule als Wahlpflichtfach und in der Sekundarstufe 2 an den Gymnasien und den Gesamtschulen ohnehin. Ich kann mir im Übrigen keine Vorschule vorstellen, die in ihrem Schulprogramm keine informatische Bildung festgeschrieben hat. Wie sagte eine Grundschullehrerin an einer Brennpunktschule vor kurzem übrigens: Wischen auf dem Tablet können sie alle, Stift und Schere halten dagegen wenige. Wieso, liebe Piratenfraktion, muss eine neue Verpflichtung, deren Umsetzung den Schulen eine weitere Last aufbürden würde, her? Warum muss immer alles zur Pflicht gemacht werden und reglementiert? Wieso haben Sie nicht das Vertrauen in die Schulen, die Anforderungen unserer Zeit maßvoll in den Unterricht einzubauen, im Rahmen dessen, was personell und materiell möglich ist? In der Expertenanhörung am 1. Juni zu diesem Antrag haben wir von Frau Lindemann vom Gymnasium Würselen gehört, dass dort mit einer sehr guten Ausstattung gearbeitet wird. Man hat ein verbindliches Mediencurriculum erstellt. Andererseits gibt es Gymnasien, die gerne gleichziehen würden. Ich sage nur mal so Gevelsberg. Das geht aber nicht, weil es keinen flächendeckenden und leistungsfähigen Internetzugang gibt. Flächendeckendes WLAN ohnehin AD. Ich erspare mir jetzt den Hinweis auf die gute Schule 2020, der sicherlich von der Ministerin nachher noch mal kommt. Da sage ich aus gemachten Erfahrungen, das sind Ankündigungen. Schauen wir mal, was bei der Umsetzung dabei rauskommt. Wir dagegen betrachten den Bereich informatische Bildung als Querschnittsaufgabe. In diesem Zusammenhang sehen wir die Notwendigkeit, die MINT-Anteile des Unterrichtes zu stärken, auch um deren Bedeutung zu unterstreichen. Einfach mal schnell einführen lässt sich ein neues Fach nicht. Wir sollten endlich aufhören, immer mehr Inhalte mal eben in die Schulen zu drücken. Bevor wir über ein neues Pflichtfach reden, sollten wir uns lieber darum kümmern, bestehende Unterrichtsinhalte ohne Stundenausfall den Schülern anzubieten. Wir brauchen insgesamt mehr Lehrer und dann auch noch mit den entsprechenden Qualifikationen. Wie sagt man so schön? Qualität vor Quantität. Grundvoraussetzung ist aus unserer Sicht mehr Mathematik, ergänzend dazu Informatik. Für uns steht nicht die Verpflichtung im Vordergrund, sondern die Qualität des entsprechenden Unterrichts. Meine Damen und Herren Piraten, Ihre Forderung lehnen wir als CDU-Fraktion ab. Danke.
Vielen Dank, Frau Kollegin Korte. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Schmidt-Promny. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Förderung der Medienkompetenz gehört zu den wichtigsten Bildungsaufgaben. Sie ist eine Schlüsselkompetenz. Ich möchte kurz aufzeigen, was für uns zu einer informatorischen Allgemeinbildung gehört. Medienkunde, der Zugang zu digitalen Medien und deren Nutzung ist die Grundlage. Ein Instrument, dieses schon ab der Grundschule zu etablieren, ist der Medienpass NRW. Digitale Medienkompetenz aber geht darüber hinaus. Schüler und Schülerinnen sollen in unserer Informationsgesellschaft technologisch-informatorische Grundkenntnisse und Fertigkeiten erwerben. Die Verarbeitung von Daten, die zugrunde liegenden Codes und Algorithmen, die Vernetzung der Daten gehören zu einem theoretischen und praktischen Wissen, das ermöglicht, an der digital geprägten Welt teilzuhaben. Dazu bedarf es der Verfügbarkeit von digitalen Geräten. Deshalb ist die weitere Ausstattung der Schulen mit WLAN und Geräten bleibende Aufgabe der Schulträger. Dem trägt übrigens auch, das haben wir heute gehört, das Programm Gute Schule 2020 Rechnung, in dem Mittel dieses Programms für die digitale Infrastruktur der Schulen genutzt werden können. Unabdingbar gehört die Thematisierung der gesellschaftlichen Entwicklung in eine digitalisierte Welt dazu, die Wahrnehmung der sozialen Effekte wie auch der kritische Blick auf diese Entwicklung. In einer Zeit, in der wir täglich Produzentinnen und Produzenten unserer medialen Botschaften sind, ist die Reflexion der Mediennutzung geboten. Medienpädagogik muss integraler Bestandteil sein. Ziel ist, dass Schülerinnen und Schüler in einer digitalisierten Welt als souveränes Ich handlungsfähig sind. Die umfassende Durchdringung unseres Lebens durch die digitale Entwicklung, das gilt es in Schule aufzuzeigen, zu vermitteln, erfahrbar zu machen. Dazu werden die Schulen perspektivisch ein Mediencurriculum für alle Fächer entwickeln. Ich zitiere aus der Anhörung den Experten Frajo Lickmann. Er sagt, in diesem wird für alle Fächer verbindlich und detailliert festgelegt, welche Kompetenzerwartung zu welchem Zeitpunkt durch welches Fach gefördert werden soll. Für eine solche informatorische Allgemeinbildung müssen die Lehrerinnen und Lehrer gewonnen werden. Sie sind der Hebel für das Gelingen, diese in Unterricht und Schulen zu integrieren. Wir müssen aber feststellen, dass es Lehrer und Lehrerinnen gibt, die sich mit dieser Anforderung ausgesprochen schwer tun. Nun muss vielleicht nicht jede einzelne Lehrpersönlichkeit den Umgang mit digitalen Medien beherrschen. Und nicht jeder Unterricht muss digitalisiert stattfinden. Die Weiterbildung ihres Lehrkörpers aber sollte Anliegen aller Schulen sein. Angebote dazu sind vorhanden, zum Beispiel bei Qualis oder der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen. Für die zukünftige Lehrergeneration oder die Generation gehört das Thema Digitalisierung weitgehend aller Lebens- und Arbeitsbereiche und die digitale Kompetenz der Schülerschaft zu einer Querschnittsaufgabe im Studium und in der zukünftigen Berufstätigkeit. Das neue Lehrerausbildungsgesetz trägt dem Rechnung. Meine Damen und Herren, Bildung 4.0 ist für alle Kinder und Jugendliche zu fordern. Denn zur Chancengleichheit gehört heutzutage digitales Wissen und Handlungsfähigkeit dazu. Wir sagen Ja zum Leitbild digitaler Kompetenz, jedoch nicht über ein Pflichtfach Informatik, sondern über einen ganzheitlichen Ansatz als Querschnittsaufgabe und in allen Fächern. Es geht um Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklung. Hier liegt der Schlüssel. Vielen Dank, Frau Kollegin Schmidt-Promny. Für die FDP-Fraktion spricht Frau Kollegin Gebauer. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, grundsätzlich ist aus Sicht der FDP der Vorstoß der Piraten für mehr Informatikunterricht in allen Schulformen und Schulstufen zu begrüßen. Informatikunterricht beschäftigt sich mit den
systematischen Grundlagen für Verständnis und Umgang, wie es die Piraten zu Recht ansprechen. Und natürlich erschöpft sich ein Fach Informatik nicht alleine in technischen Aspekten, sondern es muss sich zum Beispiel in gesellschaftliche Wechselwirkungen auch entsprechend einbetten. Und technische Grundlagen und gesellschaftliche Aspekte müssen in der Tat bereits frühzeitig qualitativ und letztlich aufwachsend behandelt werden. Und ich muss auch sagen, dass wir als FDP nicht den Eindruck gewonnen haben, zumindest bisher nicht, dass die rot-grüne Landesregierung sich auf diesem Feld besonders hervortut. Daran kann bis jetzt auch das Leitbild nichts ändern, das vielfach bestehende Maßnahmen schlicht und ergreifend zusammenträgt. Dennoch möchte ich auch aus unserer Sicht zumindest das zarte Pflänzchen des Modellversuchs Informatik an Grundschulen und seinen Modulen entsprechend lobend erwähnen. Das vorab zur allgemeinen Situation. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte aber auch Ihnen jetzt hier sagen, warum wir den Piratenantrag, wie meine Vorrednerinnen dies auch schon begründet haben, ablehnen werden. Die Piraten fordern, das angestrebte Konzept soll das Fach Informatik im Lernbereich Naturwissenschaften an allen Schulformen der Sekundarstufe 1 als verpflichtendes Unterrichtsfach beinhalten. Liebe Piraten, liebe Monika Pieper, dann müsst ihr auch sagen, wo stattdessen andere Unterrichtsstunden gekürzt werden sollen. Biologie, Chemie, Physik oder bei allem ein bisschen. Fachintegriert wäre es in meinen Augen denn dann auch nur eine Mogelpackung. Und ich erinnere daran, dass Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu manchen Bundesländern auch weniger, bereits jetzt schon weniger MINT-Unterricht hat. Und NRW hat im Ländervergleich im MINT-Bereich in den vergangenen Jahren verheerend abgeschnitten. Und nun auch noch rigoros die Naturwissenschaften zusammenzustreichen, das sehen wir, wenn es denn so kommen sollte, wie die Piraten das möchten, das sehen wir sehr kritisch. Ein zweiter Punkt: Die Piraten verweisen auf fehlende Lehrkräfte und fachfremd erteilten Informatikunterricht. Und auch wenn manches wünschenswert ist, dürfte eine zeitnahe verbindliche Einführung schlicht und ergreifend an mangelnden Fachkräften scheitern. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch gerne erinnern an die Klemm-Studie, die Studie zum drohenden massiven Mangel an MINT-Lehrkräften. Herr Professor Klemm hat für den Bereich Informatik im Zeitraum bis Mitte des nächsten Jahrzehnts eine Bedarfsdeckung von nur sage und schreibe 25% prognostiziert. All das müssen wir, und das ist richtig, im Auge behalten. Das heißt, es besteht tatsächlich Handlungsbedarf, und deshalb komme ich zurück zu meinem Eingangsstatement. Es ist richtig, dass wir dieses Thema tatsächlich hier auch angestrengt versuchen voranzutreiben. Das Ziel eint uns in diesem Zusammenhang, der Weg dorthin nicht. Und deswegen werden wir diesen Piratenantrag am heutigen Tage auch ablehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Gebauer. Für die Piratenfraktion erteile ich Frau Kollegin Pieper das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Deutlich wurde heute, glaube ich, noch mal, dass viele, glaube ich, den Unterschied zwischen Medienkompetenz und Informatik überhaupt noch nicht begriffen haben. Da wird eins mit dem anderen vermischt. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass die Frau Schmidt-Promny der Unterschied zwischen informatischer und informatorischer Grundbildung offensichtlich gar nicht geläufig ist, wenn sie hier von informatorischer Grundbildung spricht. Das zeigt sich darin, dass Frau Korte zum einen hier sagt,
Es fehlen Fachlehrer, es gibt kaum noch Branchen, in denen informatische Grundkenntnisse keine Rolle spielen. Und gleichzeitig sagen wir aber, ja, aber wir brauchen das gar nicht im Unterricht. Und ich frage Sie mal, wer käme auf die Idee, Englisch nur fächerübergreifend unterrichten zu wollen oder Mathematik? Also ich verstehe wirklich nicht, wie man glauben kann, man könne das fächerübergreifend unterrichten. In Medienkompetenz, da sind wir uns alle einig, das geht, das finde ich auch gut. Medienkompetenz wird Bestandteil des Unterrichts. Aber erklären Sie mir, wenn Sie einerseits sagen, wir haben nur 50 Lehrer im Jahr, die einen Abschluss als Informatiklehrer machen, und Sie sagen, ja, dann können wir das ja gar nicht tun, dieses Fach einrichten. Aber genau daran liegt es doch, dass es dieses Fach nicht verpflichtend gibt. Gäbe es, würden doch mehr Menschen auch Informatik studieren und wir bekämen sie. Das ist doch ein Teufelskreis. Solange ich sage, wir brauchen kein Informatik verpflichtend, warum sollte ich dann Informatik auf Lehramt studieren? Und wenn hier gesagt würde, es gäbe in allen Gymnasien und Hauptschulen und Realschulen, Gesamtschulen Informatikunterricht, dann gucken Sie sich die kleine Anfrage von uns doch noch mal an. Das ist doch einfach nicht wahr. Es gibt ihn nicht. Und zu dem Argument, welches Fach soll denn dann wegfallen? Sie müssen mir sagen, wenn Sie sagen, das, was Sie an Informatik in den Unterricht bringen, das ist das gleiche Paket wie ein Fach Informatik, wir verteilen es nur auf die Fächer. Dann erklären Sie mir doch bitte hier und heute, was in diesen Fächern denn dann an Unterricht wegfällt. Denn hier so zu tun, als könne man das in diesem Halbjahr auch noch eben machen, das ist doch einfach nicht möglich. Und ich habe heute mal was mitgebracht, um das noch mal klar zu machen. Das ist der Rahmenplan Verbraucherbildung. Ja, das machen wir auch fächerübergreifend. Das machen wir in Hauswirtschaft, Technik, Wirtschaft, Erdkunde, Geschichte, Politik, Biochemie, Philosophie, Deutsch, Mathe, Rallye, Musik, Sport, Kunst und Musik. Super. Auch in diesen Fächern kommen jetzt schon die Kollegen mit dem Stoff nicht durch, und das wissen Sie. Und jetzt gehen wir her und sagen, jetzt sollen diese Lehrer sollen jetzt auch noch informatische Grundbildung in den Fächern machen. Gut, und dann bilden wir die Lehrer fort. Und Sie wollen mir wirklich erzählen, Sie könnten diese ganzen Lehrer bei einem Budget von 2 Tagen im Jahr, die wir an Fortbildung haben, die Lehrer fit machen, um informatische Grundkenntnisse in den Fächern zu vermitteln. Da haben Sie sich aber was vorgenommen, das will ich Ihnen aber sagen. Und was hier dargestellt wird, dass die Sachverständigen sich alle einig gewesen wären, auch das ist nicht wahr. Und wenn man sich mal die führenden Leute in diesem Gebiet anschaut, dann kommen wir immer wieder auf diese Dachstuhl-Erklärung zurück, die ja wirklich von Leuten verfasst wird, an deren Expertise man eigentlich keinen Zweifel haben kann. Und da steht ganz deutlich, dass wir einen eigenständigen Lernbereich Informatik brauchen, und zwar Informatik, und bitte nicht Medienkompetenz, Informatik. Und daneben ist es Aufgabe aller Fächer, fachliche Bezüge zur digitalen Bildung zu integrieren. Also lassen Sie uns das bitte fein säuberlich trennen. Und ich muss dazu auch sagen, da wird uns kein Logineo und kein Medienpass und ich weiß nicht was helfen. Wir sind verantwortlich für die Zukunft unserer Schüler. Und ich glaube, wer hier in 10 Jahren von der Schule kommt und keine ordentliche informatische Grundbildung hat, der wird es ziemlich schwer haben auf dem Arbeitsmarkt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Pieper. Für die Landesregierung erteile ich Frau Ministerin Lörmann das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bildung ist der entscheidende Schlüssel, um die Chancen der Digitalisierung in allen Lebensbereichen umfassend zu nutzen und eine digitale Spaltung unserer Gesellschaft zu verhindern. Und die Landesregierung, das ist ja deutlich geworden, auch in der Debatte heute Morgen, aber auch in vielen anderen Beratungen, arbeitet systematisch an den verschiedenen Baustellen, die zu diesem Thema dazugehören. Und im Leitbild für das Lernen im digitalen Wandel, das die Landesregierung vorgelegt hat, werden 3 Schlüsselqualifikationen für die digitale Welt identifiziert, die den Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen zur Seite gestellt werden müssen. Und ich will noch mal deutlich machen, weil Sie sich so abwertend über dieses Konzept geäußert haben, Frau Pieper,
Das hat ja nicht die Landesregierung am grünen Tisch geschrieben, sondern das ist in einem breiten Kongress erörtert, diskutiert worden. Dann ist das ausgewertet worden und ist zusammengefügt worden. Also wie Sie da einfach sagen können, dass es nicht vorberaten ist, nicht vorüberlegt wird, da muss ich sagen, werden Sie einem starken Beteiligungsprozess nicht gerecht, auf den diese Landesregierung großen Wert legt. Und wenn Sie sagen, Sie wollen das mit Englisch vergleichen, ich habe bewusst Lesen, Schreiben und Rechnen genannt. Kinder und Jugendliche lesen nicht nur im Deutschunterricht, sie lesen auch in anderen Fächern. Ja? Sie rechnen, sie schreiben auch in anderen Fächern. Und sie müssen auch rechnerische Fähigkeiten, mathematische Fähigkeiten in anderen Fächern anwenden. Das macht doch die Querschnittsfunktion und die grundsätzlich andere Herangehensweise deutlich. Erstens Medienkompetenz. Zweitens Anwendungs-Know-how für einen verständigen und sicheren Umgang mit Informationstechnik. Das sollten wir nicht vergessen, dass wir die jungen Leute eben, Frau Schmidt-Pomny hat das gesagt, dass sie zu starken Akteuren in der Nutzung und Anwendung der neuen Medien werden sollen, Subjekt statt Objekt. Drittens informatische Grundkenntnisse für ein grundlegendes Verständnis von Algorithmen und deren Formulierung sowie für die Erstellung digitaler Angebote. Und diese digitalen Schlüsselkompetenzen umfassen also zentrale Ideen von Medienbildung und informatischer Bildung und gehen damit über die traditionelle Medienkompetenz hinaus. Das sind wir uns, glaube ich, eigentlich auch einig, dass das richtig ist. Aus Sicht der Landesregierung und vieler anderer auch im Übrigen, sollte das nicht in einem isolierten Lernbereich zugeordnet werden, sondern im Sinne einer Querschnittsqualifikation alle Unterrichtsfächer entlang der gesamten Bildungskette einbeziehen. Hierzu besteht nicht nur in Nordrhein-Westfalen ein weitgehender Konsens, sondern auch länderübergreifend im Rahmen des KMK-Arbeitsprozesses zur Strategie Bildung in der digitalen Welt. Wie Sie wissen, war ich gestern auf der Kultusministerkonferenz in Bremen und dort haben wir den Zwischenstand kurz erörtert und sind zuversichtlich, dass wir im Dezember als Kultusministerkonferenz hier den Orientierungsrahmen für Deutschland insgesamt beschreiben können. Und eins wird dabei auch berücksichtigt werden. Wir müssen berücksichtigen, dass es schrittige Vorgehensweisen haben. Wir haben wie bei anderen Entwicklungsprozessen hier Schulen, die sind schon gut ausgestattet. Wir haben Schulen, die fangen erst an. Wir haben Schulen, da kommen neu qualifizierte Kolleginnen und Kollegen an die Schulen. Die brauchen natürlich weniger Fortbildung als solche, wo ältere Kolleginnen und Kollegen arbeiten, die dann eine gute Fortbildung bekommen. Hören wir doch auf, gleichförmig so zu tun, als wären alle Schulen an der gleichen Stelle, sondern wir müssen doch differenziert damit umgehen. Wichtig ist doch, dass die Kolleginnen und Kollegen diese Bereitschaft haben und dass die Lehrerinnen und Lehrer auch gute Angebote bekommen. Das habe ich an anderer Stelle deutlich gemacht, dass wir hier unsere Angebote stark ausweiten. Und das ist auch richtig. Ebenfalls habe ich deutlich gemacht und möchte auch hier noch mal sagen, dass wir auch als erstes Bundesland das Lehrerausbildungsgesetz verabschiedet haben, das die Grundlage legt für eine entsprechende Reform und eine verbindliche Schwerpunktsetzung im Bereich der Medienkompetenz vorsieht. Abschließend möchte ich die Debatte um den Stellenwert des Fachs Informatik doch etwas hier gerade rücken. Schon heute richten 2 von 3 Schulen mit gymnasialer Oberstufe in der Sekundarstufe 2 Informatikkurse zur Vertiefung ein. 20% aller Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase haben im letzten Schuljahr ein solches Angebot genutzt. Eine Vielzahl von Schulen bietet Informatikkurse beispielsweise im Wahlpflichtbereich auch in der Sekundarstufe 1 an. So zu tun, als fände das alles überhaupt nicht statt, mögen diese Zahlen widerlegen. Und zudem weise ich auch mit einem gewissen Stolz darauf hin, dass wir mit dem Projekt Informatik an Grundschulen hier Vorreiter deutschlandweit sind. All dies zeigt, meine Damen und Herren, dass die Nachfrage nach Informatik steigt. Aber als Pflichtfach halten wir es für ungeeignet, nicht nur, weil diese Stunden, und das haben andere erfreulicherweise ja auch deutlich gemacht, anderen Fächern weggenommen werden würden, sondern weil wir das Ziel, die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln, als eine jedes Fach angehende Aufgabe bestehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Ministerin Lörmann. Meine Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Deshalb schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung empfiehlt in Drucksache 12.866 den Antrag Drucksache 10.784 abzulehnen. Wir stimmen allerdings ab, nicht über die
Empfehlung des Ausschusses, sondern über den Antrag Drucksache 10784 selbst. Deshalb darf ich fragen, wer dem Antrag der Piraten seine Zustimmung geben will. Das ist die Piratenfraktion. Danke sehr. Wer stimmt dagegen? Das sind SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die FDP-Fraktion. Danke sehr. Gibt es Enthaltungen? Bei Enthaltung des fraktionslosen Abgeordneten Schwert stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 10784 mit großer Mehrheit abgelehnt ist. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5.